Hallihallo, moin, welcome back in the USA ist das Motto. Ja, wir sind wieder hier auf der Elm Creek unterwegs und werden uns hauptsächlich um die Geschichte mit den neuen Gewächshäusern kümmern. Aber bis da der eine oder andere Fahrer angekommen ist, das sehe ich zum Beispiel da vorne. Guck mal, da kommt unser LKW, der fährt hier zum Shop rüber und soll da dann eine Mulde abholen, die da drüben steht. Das werden wir auf jeden Fall gleich machen. Parallel ist auf jeden Fall unser eigener, der T8, unterwegs am Grubbern auch. Und ja, wir sind eben hier so ein bisschen dabei. Da gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Beziehungsweise wir können eigentlich gar nicht weitermachen, weil der hier schon da ist. Hier wollen wir ja Saatgut kaufen für die Gewächshäuser. Und dann müssen wir mal gucken. So, das passt auf jeden Fall schon mal. Jetzt müssen wir mal schauen, wegen den Gewächshäusern, wie viel Saatgut brauchen wir denn da? Nee, nicht da. Hier müssen wir hin. Saatgut, da passen 10 rein. Also bräuchten wir rein theoretisch 40.000 Liter Saatgut. 40.000, das wären 40 von den Dingern. Das ist mir aber ein bisschen viel. Ich kaufe mal jeweils 8. Wir tun aber auch immer nur 8 Stück mitnehmen. Damit wir das auch einigermaßen genau aufteilen können. Ah ja, der Mistfahrer ist da. Da wollen wir ja gleich ein bisschen Autodrive basteln. Das werden wir auch als erstes jetzt machen. Jetzt müssen wir den mal kurz suchen. So, der ist hier irgendwo. Müssen wir mal gucken. Der ist hier, der steht in diese Richtung, aber wir müssen hier auf die Straße raus und quasi da zurückfahren. Ups, wobei wir, ne, wir brauchen den Anhänger dazu. Oh, ja, ich bin vielleicht ein bisschen zu eng eingebogen. Ja, könnte sein, könnte sein. Nein, das wollte ich haben. So. Na komm, gib mal Gas. Wir müssen uns das auch gleich mal anschauen, wie das da aussieht. Wir müssen auf jeden Fall den vorderen Anhänger nehmen und wir gehen nach rechts zum Abladen. So, das heißt, wir würden nicht hier irgendwie reinfahren. Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Und das müssen wir vielleicht vorher machen. Geländebau. Oh, nein, nicht verkaufen. Landschaftsbau. Hier so ein bisschen die Einfahrt noch glatt machen. So, gut, jetzt es war vielleicht nicht so schlau. Ja gut, hängt halt jetzt da ein bisschen in der Luft, das ist aber auch egal. So, wir versuchen einfach mal unser Glück. Also es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen einfach so, ich mache mal hier. Äh
Gewächshaus 1 plus 2 einen Punkt. Ich hoffe, dass er die beide dann zusammenzieht. Und wir machen hier einen Gewächshaus 3 plus 4. Mein Gedanke ist nämlich, wir sagen hier, wir machen einen neuen Ordner. Machen wir einfach mal Ausrufezeichen Gewächshaus. Und da ziehen wir die beiden nämlich rein jetzt. Gewächshaus, Gewächshaus. Wir müssen aber, bevor wir da machen, einmal noch wieder nach draußen natürlich die Spur ziehen. Wir müssen das jetzt auch noch verbinden. Und da nach da. Will mal gucken, ob es eventuell geht, komplett automatisch zu befüllen. Da will ich eben mit wechselnden Abgabeplätzen arbeiten. So, dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir, wie gesagt, die beiden haben wir hier reingezogen. Dann können wir das erstmal ausmachen. Jetzt gehen wir mal in die Einstellung. Jetzt muss ich selbst mal gucken, wo das gewesen ist. Rotieren, B und Entladen. Ich will nur beim Entladen rotieren. Und jetzt sagen wir, du belädst am Einkauf Mist und bringst das zu den Gewächshäusern Mist. So, jetzt drehen wir den einmal. Und dann gucken wir mal, ob das eventuell funktioniert. Weil rein theoretisch, so ist der Plan, fährt er jetzt zuerst eben Gewächshaus 1, 2 an. Ich hoffe, dass er eben in beide ablädt. Das ist das, was ich nicht weiß. Und selbst wenn es nicht geht, lassen wir ihn halt nur zu dem ersten Gewächshauspunkt fahren und entladen dann manuell. Das ist auch kein Problem. Aber wir lassen uns mal überraschen, was passiert. Gut, hier funktioniert. Oh, doch, er lädt beide Anhänger ab. Okay, das ist schon mal sehr gut, aber ich weiß nicht, ob der in beide Dinger geht. So, Gewächshaus 1. Hier kommt Mist rein. Gewächshaus. Da ist nix, da ist nix und da ist nix. So, jetzt hat er wohl den zweiten Punkt erwischt. Oh, das ist gut. Jetzt genau, guck mal. Er hat das erste hat er voll gemacht. Jetzt geht's ins zweite. Das heißt nämlich noch was. Wir können mit dem hier genauso Wasser fahren. Das heißt, ich brauche das Fässchen. Steht es noch da oben? Wasserfass, Wasserfass. Das müsste nämlich genauso gehen. Das wäre na klar mega geil, wenn das so klappen würde. Gut, wir müssen na klar jetzt noch den Wasserbefüllpunkt setzen. So. Das heißt, wir brauchen das noch mal kurz. Weil dann hätten wir nämlich wirklich eine vollkommen automatische Befüllung. So, das heißt, wir müssen hier. Ich weiß gar nicht, ob das.
Wenn wir so weit wegstehen. Doch, geht sogar. Das heißt, wir nehmen mal den Punkt und nennen den einfach mal Hochwasser. Und dann sagen wir nämlich dem auch Hochwasser und zu den Gewächshäusern mit Wasser und selbstverständlich du auch beim Abladen rotierend. Jetzt lädt er da klar gerade mal kein Wasser auf. Wieso nicht? Ja. Wieso will er da? Ach, das ist wieder das Ding jetzt hier. Ja, das liegt wieder am Traktor. Das liegt wieder am Traktor, dass ich das Ding nicht aufmachen kann. Ja, dann müssen wir den MB-Truck nehmen. Ja, und euch kümmern wir uns später. Tut mir leid, tut mir leid. So, guck mal, Mist ist schon wieder die zweite Ladung da. Und ich hoffe, dass der, ja, er lädt auf. So, dann probieren wir jetzt das Ganze mit dem nochmal mit Wasser. So wird das aber nichts mit dem Ankuppeln. So, das heißt, du machst auch beim Entladen rotierend hier nochmal Wasser und Gewächshaus und Wasser. Eventuell müssen wir den Kurs ein bisschen weiter rüberschieben. Das kann durchaus sein. Ja, wir gucken mal. Nein, 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 nicht da lang. Du sollst da hochfahren. Hier, guck mal, das ist dein Weg. Weil der geht hier vielleicht ein bisschen weit vom Wassertrigger weg. Er erkennt halt schon, dass da was ist. Aber, mach das. Komm. Er will es einfach nicht. Wieso kriege ich das Ding hier nicht auf? Oder? Na gut, sonst probieren wir das anders. Sonst probieren wir das jetzt anders. Lass uns ein Stück zurückfahren. Und dann nehmen wir die Punkte. Nein. Und gehen mit denen einfach ein bisschen weiter hier rüber. Nee, 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 nee. Das so gar nicht. Warte mal, wie geht denn das jetzt hier? Wie war? Oh Gott, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Steuerung links. Links Alt ist doch löschen. Hatte ich doch gemacht. Wieso? Aber jetzt hat er das nicht mehr drin. Ich verstehe es manchmal nicht. So, dann nehmen wir den mal raus. Verbinden das wieder. So, nächster Versuch.
Ja. Manchmal will es einfach nicht so, wie man es selbst gerne hätte. Das ist halt auch so manchmal dieses Fummeln bei Autodrive. Du musst halt wirklich manchmal zigmal probieren, aber es ist halt so, und wenn es dann mal funktioniert, dann funktioniert es halt. Aber jetzt ist er doch eigentlich nah genug dran, oder? Ja, jetzt kommt Wasser rein. So, jetzt können wir gleich mal hier schauen. Wir gucken mal. Weil jetzt müsst ihr ja eigentlich zu den Gewächshäusern hier fahren. Er hat aber immer noch 1 und 2 eingetackert. Ja, vielleicht macht er auch einfach der Reihe nach und füllt sie auf, bis sie voll sind. Das heißt, warte, ich muss mal gucken, kann ich die im Bauding umbenennen? Umbenennen, ja, guck mal. Großes Gewächshaus 1. Dann ist das hier umbenennen. 2 umbenennen. 3. Dann wissen wir nämlich, welches ist. So, und dann sollte da jetzt, genau, großes Gewächshaus 2 ist voll. Die 3 wird beladen und bei der 4 ist noch nichts. Perfekt. So, dann können wir hier weitermachen. Saatgut. Das heißt, da lassen wir ihn aber einfach direkt so hinfahren und werden das manuell beladen. Aber wie gesagt, wenn Mist und Wasser schon mal funktionieren, bin ich ja sehr zufrieden. Weil dann kann man eben ab und zu einfach sagen, so, leg mal los. Und dann passt die Sache. So. Genau, du fährst darüber. Der ist fertig hier. Mann, jetzt müssen wir aber erstmal das wieder ausmachen. Wo hatten wir denn noch, wir hatten noch Grubber-Mission. Auf der, da sind wir. Genau, die 57 wollten wir noch nicht, weil wir da die Leihgeräte her haben. Das heißt, weiß nicht, ziehen wir durch? Ja, komm, wir ziehen einmal durch Feld 2. Feld 2 für dich. Also, keinen Wegpunkt gefunden. Ja, dann fahren wir dich schnell auf die Straße raus. Oder zumindest bis hierhin. Wieso findest du hier nichts? Da vorne fährt unsere Mulde gerade durch die Gegend. Auch sehr gut. So, das müsste ja in diese Richtung sein. Hä? Wieso findet er zu Weg Feld 2 nichts? Ja, dann lass ihn zu Feld 1 fahren. Okay, der hat leichte Probleme hier den Berg hoch mit dem vollen Wasserfass. Den können wir mal ausmachen. So, du hast dich hier festgefahren. Ja, schön. Aber warte mal, den Weg kennen wir doch jetzt. Ja, das heißt, wir sind aber erst einmal fertig für heute oder für heute. Morgen dann geht's weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und sage Tschüss, ciao und bis dann.